Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge KDU und Thüringen, 2.0. Wir düngen aktuell auf Feld 13, auf jeden Fall. Weil eine arbeitet nicht. Beziehungsweise arbeitet komisch. Jetzt doch mal einen alten Kurs, der behalten soll. Denn so macht er mir arm. Der Dünger ist ja nicht gerade billig, ne? Gut, hinterherfahren, im anderen. Ja, Stück hergefahren und dann nicht mehr. So, was habe ich nun hier aktiviert? Dann müssen wir viele Striche jetzt hier. Ein bisschen Leistungsabbrüche, keine Ahnung warum. BWG. Wird da aktiviert? So, neu laden. Ah. Hat nichts zu sagen. Der Modus ist alles richtig. Aber der will unbedingt voller sein. Ich will mal ein Stück selber machen, vielleicht wird das dann ja besser. Tja, und scheint zu klappen. Ja, dachte ich auch nur. Probleme! Rechts deaktiviert, aktiviert, aktiviert, ist auch richtig. Weiß ich, Meter. Ein bisschen größer. Also ich kann das halt nicht erklären, warum ich nicht will. Jetzt fährt auch nicht mehr. Bin so kaputt. Kann ja kein Grund sein normalerweise. So, hier die Runde noch. Und irgendwo ist hier ein Fehler drin, kann auch sein. Dann muss ich mal schauen, der Lokbefehl, wo so ein Fehler drin ist. Wir haben ja nichts aktiv, außer den anderen Crossfahrer. Auf Feld 40. Und das könnte kein Grund sein.
Aber im Grunde kann es viele gehen. Es könnte schon sein, dass der Kurs der Kurs jetzt hier, weil er ja neu ist, durchaus nicht funktionieren könnte. Ne? Also das wird schon ein Grund sein. Aber das muss ja nicht. Mal sehen, wie lange er jetzt durchhält. Schauen wir mal. Jetzt scheint es zu funktionieren. Fein. So, da haben wir unseren blauen. So, mach keine Dummheiten hier. Braucht das Geld. So. Luft holen. So, holen wir Dünger. Dann schauen wir. Wie gesagt, Probleme kannst du mir im Grunde geben? Keine Ahnung. Vor allem hier fliegt das nicht gut. Na gut, da haben wir noch einen Rabatt noch nicht gedüngt, ne? Haben wir gesagt. Da haben wir alleine gedüngt. Aber hat noch keiner gemacht. Hat gesagt, okay. So, was haben wir das? Wo gehen wir hin? Muss noch wachsen. 11 ist eh so ein Ding für sich. Gut. 28 wäre eine Option. Oder 25. Ups, das war daneben. Kann man nicht hin. Mal rein, ne? Schön weiße Kugel drin. Da war noch eine zweite Halle hin, und noch drauf. Jetzt sind ja die Seemassen drin, die nächsten Halle, die Drescher. Da irgendwo in der Mitte von der Straße kommen. Da muss man runterführen zur nächsten Hauptstraße. Damit wir hier vom Hof Bescheid rückfahren können. Aktuell ist er nur der Weg hinten rum über den beiden Stellen und das ist ein bisschen ungünstig. Das ist wirklich nicht Holz. Rein. Mal Kontrolle machen hier. Das ist fahren. Wir müssen mal hier ein bisschen umstellen. Auf da kann man sehen, ob sie halbwegs normal arbeiten. Halbwegs. So, jetzt fahren wir Richtung. Ja. Haben wir gesagt 25. Ich wollte mal zeigen, wie ich meinte mit der Straße bauen. Und zwar die Silos sollen wahrscheinlich hier weg. Mal sehen, die passt ja keine Idee. Dann fahren wir hier lang, hier eine Straße. Ich kann rechts noch eine kleine Halle stehen und hier rechts auch noch. Und dann geht das hier runter, ein bisschen Bearbeitung, das Gelände ist noch vielleicht.
müssen hier so eine Straßenwand basteln. Die Fehler sind zum Glück keine Kollision. Und dann hier irgendwie runter. Hier ist aber gewesen. So behandelt, dass ich kurz runterkomme. In groben Zügen jedenfalls, also ganz so in etwa. Wieder noch stark bearbeiten, was hinkommt. Dass sie auch, die müssen ja nicht hochfahren, das ist ja alles vor, die runterfahren. Ne? Mal sehen, wie es passt. Ich muss aber erstmal Geld für haben, damit kann man jetzt sagen, wir machen Schulden, aber das kriegt ja dann auch nichts. Ne? Also wenn wir da jetzt nicht mit dem Hofgestaltung verdienen wir kein Geld. Ne? Und da ist es besser, wir machen erstmal Mission fertig. Über Felder, düngen. Und dann hier weiter. Unser Mais wächst. Da soll ich in den Silos fahren, hier im Mais. Hauptsache nicht verpackt, dass er nicht kleben bleibt. Ja, nicht äußerst schlecht. Ja, mit Pflegereifen fahren 70 km/h, also ich gerade ratsam. So, überlegen wir. Haben wir hier, dann nochmal die anderen Fahrzeuge. Wir fahren Richtung Hof, Hof zum Feld 28. Das ist quasi groß. In die Richtung ist kein Kurs, in die andere Richtung ist ein Kurs. Weil das würde hier nichts bringen, wenn zwei Fahrzeuge gegen sich kommen, das ist ziemlich eng. Und die fahren ja in die Studie groß lang. Hauptstraße sind zwei Spuren entgegengesetzt. Da ist kein Problem, das Bike genug, aber hier Straßen. Bin ich näher gespannt, wie unsere Abfahrkurse funktionieren nachher. Bei der Ernte. Frage Nummer 3, das heißt, ich wünsche einen schönen Sonntag. Denkt man, wenn es wieder so voll ist, dann geht es vielleicht auch. Wir haben uns Feldnummer 29. Das ist hier vorne rechts. Aber ein Fahrzeug reicht. So, gut. Kursgenerierung. Oh, das sieht gut aus. Da muss man gleich mal gucken hier. Ah ja, gut, sie fahren sich, sie entzweigen sich. Ich glaube, die Felder habe ich auch nicht angeschlossen, aber gut, 30, 31 auch noch nicht. Und da ist es ein bisschen schwieriger, hier muss man hier lang. Und hier geht auch ein Weg lang. Dass man einen Weg nimmt, zu hinkommt und einen Weg zurück. Und hier ist auch noch ein Weg.
Mittendrin auch. Irgendwie. Aber die führen nicht durch, die enden hier irgendwo. So, der Bursche arbeitet schon. Passt. Da auch. Passt auch. Der arbeitet auch. Es arbeiten viele Fahrzeuge. Das ist gut. Gehen wir zum Hof. Hänger verstauen. Der ist für Mais und für Gras. Den werden wir in eine Halle stellen oder irgendwo rein. Wo wir eine Halle hinbauen werden. Und dann mit dem Kreuz noch einen anderen Anhänger holen. Nach und nach unsere alle Fahrzeuge im Hof kriegen hier. Ich bin müde. Kein Mittagsschlaf heute. Das Schöne, ich habe morgen Spätschicht, das heißt, ich kann heute Nacht oder. Ich muss halt nachts nicht zu früh ins Bett. In der Frische sind es Leute, wenn wir pünktlich ins Bett gehen. Aber naja, meistens schlafe ich eh nicht ein. Beziehungsweise zu spät. Und am nächsten Tag wird geredet. Also nervt es das Wetter hier. Regen, Regen, Regen. Und das ist das hohe Risiko Richtung Ernte näher. Aber mal schauen. Wir haben viel vor uns. Düngen, düngen, düngen. Und würde ich sagen, haben wir auch 5, aber das bringt jetzt nichts. Ich möchte die Mission auch schaffen, ne? Ich verdiene auch noch Geld damit. Aktuell 3 Felder. Ja, schon da. Mit Vollgas. Ja. Die Schneefräse noch eines Tages holen müssen. Der Winter kommt garantiert. Mann, genau weiß ich auch nicht. Meist im Winter, ne? Das nur klappt denn ohne. Na, das klappt nicht. Ist ja nicht reell. Das ist ja das Ganze.
So, liebe Freunde, das soll's für die heutige Folge. Ich danke euch fürs Einschalten. Ich habe noch viele Dinge hingehen, verkauft. Vielleicht hört ihr uns bis zur nächsten Folge. Heute. Um 15 Uhr. Ich habe noch viele Dinge hingehen, verkauft. Tschüss.